Damit darf man besser gehen kann, wenn man Sachen auf den Kopf tragen und der Schatten schützt. Diese Kokosnuss sind seit Jahren mit dem Dorf aufgewachsen. Eine Tante Gisela aus Deutschland besitzt die ganzen Kokosnuss heute. Aber gerade heute ist Kokosnuss angesagt. Jeder will jetzt mit sich Kokosnussöl pflegen. Es hört nicht auf. Wir besitzen keine Grundstück mehr als Ureinwohner, als Bauer. Das Dorf, wo Moafete ist heute, der ganze Strand ist ummauert von einem Investor aus Armenien. Das Fluss, in dem wir Fisch gefangen haben mit normaler Flasche, heute liegt nur Abfluss und Chlorwasser in dieser See. Diese Dorfleute bekommen Krebs und sie wissen nicht, was mit denen los ist. Sie denken nur, dass die haben irgendwas Böses getan gegen die Götter. Sie sind hilflos. Jüngere Männer, die versucht haben zu weigern, sie wurden von der Könige, die zahlen einfach die Polizei. Je mehr Geld man zahlen kann, schon ist der andere Opfer. Diese jungen Männer wurden geschlagen. Sie müssen mit der Knie auf den Stein laufen. Ich habe mir einen Brief an den König geschrieben. Du hast kein Recht, das Vermögen von jemandem an Fremde zu verkaufen. Dabei bin ich heute so dermaßen, erstens als Mädchen und zweitens als der Jüngste von meiner Mutter der Kinder. Ich bin so fresh. Wenn er mich erwischt, bringt er mich um. Und ich werde ihm nicht verzeihen, wenn ich ihn auch erwische. Noch das Traurige, was sie mir in dem allem antun konnte. 2012 bin ich nach Ghana gegangen, habe ich meine Mutter besucht. Zweimal habe ich sie gepflegt mit Moringa, als sie Lungenentzündung hatte. Und wieso bekommt man Lungenentzündung in Ghana? Weil wir müssen heute aus lauter Wohlhaben solche betonierte Häuser haben und dann Klimaanlage und Ventilator. Und genau das hat meine Mutter diese Lungenentzündung gegeben. Ich habe sie gepflegt, wieder mit Moringa, weil die Wurzel in Moringa, Moringa hat alle Aminosäuren, alle Vitamine, alles was der Körperbaustein ist. So durch normale Säfte und so, alles wunderbar. Auf meinem Rückkehr nach Deutschland schaut sie mich an und sagte, jetzt wo du gehst, was würde mit mir passieren? Ich dachte, sie werde mich vermissen. Nein, die andere Seite der Geschichte ist, solange ich in Deutschland lebe mit einer Deutschen, ich brauche hier gar nicht zu arbeiten. Alles ist Geld auf der Straße. Dadurch werde ich bestraft vom eigenen Geschwister, mit meiner Mutter. Jeder, die pflegen müssen, muss ich bezahlen. Tue ich ja auch. Und das hat alles nicht gereicht. Meine Mutter, aus lauter Trauer, starb letztes Jahr. Am 19. Juli. In Ghana verschieben sie die Beerdigung. Haben die 15. September als Datum gesucht. Ich dachte, wir kommen. Danach haben sie auf 1. November. Ich sagte, wir kommen. Und dann kommen sie wieder, nee, 1. November geht nicht. Der selbe König, der meine Mutter ihre ganzen Vermögen verkauft hat, gibt sofort ein Gesetz. Ganzen November sollte keine Beerdigung stattfinden im Dorf. So, wir dürfen meine Mutter in der Zeit nicht beerdigen. Und dann haben die 25. Oktober als Datum ausgesucht. Aber wer sind wir als Menschen, indem wir die Ausländer erlauben, dass sie unsere Live Crops abschneiden? Ghana nimmt Kredit vom DAAD aus Deutschland und deutscher Professor sollte uns beibringen, wie heißt das auf Englisch? Entrepreneurship, Sustainability,
Entrepreneurship, Innovation and Sustainable Economic Development. Und als ich nur das höre, ich sagte, begrabe mich lebendig. Ja? Zuallererst, wenn die Früchte, wenn die Bäume nicht mehr gibt, wie kann man Entrepreneur sein? Und welcher deutsche Professor weiß, welcher Unkraut in der Dschungel wächst? So, ich muss, wir haben mich eingeladen auf dieses Forum. Und ich bin selber bei Social Forum immer wieder. Und ich sitze in Berlin. Berlin ist zuständig für Agrarland. Die sitzen hier und sagen, Land grabbing. Ja? Und das heißt, ich als Deutscher, wenn du als Investor von Deutschland und Ausland, wenn du nur eine Ghana gehen, wie kriegst du jeder Geld vom Vaterstaat. Es nennt sich IHK Africa Roadshow. Ghana, Kenia, Angola, Nigeria sind die vier Länder. Ich sagte, Leute, wieso hinter Kulissen plant ihr, wie ihr die weniger von den anderen nehmen und die selber Bäume, die ihr abschneiden, sollte eure Leute dahin gehen und anbauen? Dann kriegst du die Antwort. Eure Politiker müssen besser wissen, wir wollen nicht mit zu tun haben. Und afrikanische Politiker klatschen dazu. Dann stehst du da wie eine Vogel, die man im Wasser ertrunken hat. Und dann holen die Professoren hier, die denen Nachhaltigkeit beibringen. So, ich muss zu diesem Forum. Der Forum ist am 25. Oktober. Dass mein Bruder, einer meiner Brüder in der Politik ist. Alles, was ich bin, ist für ihn zu viel. Er hat sicher darauf gestanden, dass der Datum von meiner Mutters Beerdigung an diesem 25. Oktober stattfindet. Damit, dass sie meine Mutter beerdigt ohne mich, nachdem wir Geld geschickt haben für die ganzen Beerdigung. So, alles, was sie tun kann, um meine Stimme still zu halten, dass keiner von dieser Ungerechtigkeit reden kann, das tun die. Fetter als normale friedlicher Dorf. Früher kannten wir uns, wie jeder mit den anderen gefeiert haben. Heute braucht man nur einen Tropfen, eskaliert. Keine Frieden mehr, keine Freude mehr. Jeder ist unmächtig gemacht worden. Eine Sache, was immer die Leute von hier nicht denken in Afrika ist, diese Frauen, die ihre Gesichter hier zeigen, das Wissen, was sie besitzen, weiß keiner Professor. Weil sie sind die Anthropologen, die mit ihrem Gefühl und Geschmack diese Kräuter zusammenleben. Wenn man in der Dschungel irgendwas passiert ist, muss man Lösung finden. Unsere Eltern und Omas, die geben uns weiter. Dieser Kraut benutzt man für das, dieser Kraut benutzt man für das. Und dieser Know-how einfach zu zerstören und von hier aus immer mit dem Wissen von hier. Wir müssen mit Dünger aus Deutschland die Sachen besprühen. Und so, die bringen uns lebendig um. Ob wir wollen oder nicht. Die Natur hört nie auf, bis der Kreislauf geschlossen ist. Vor 20 Jahren war keine Müll in Afrika. Heute kann man nicht mal schwimmen, ohne dass man umhüllt werden von Plastik. Wir haben keine Maschinen für Plastik Recycling, für Industrial Recycling. Das heißt, heute unsere Wasser werden alle in Tüter verpackt, getrunken, in Schmier geschmissen, getrunken und alles kommt zurück. Wenn ich jetzt hier bei Merkur diese Atlantik-Lachs kaufe, es ist nicht mehr rein. Und wenn das so weitergeht, die nächsten 20 Jahre, wenn das so weitergeht, solange das alles zurückkommt, sind wir alle betroffen. Ich habe mein Projekt einfach vor offen in einer Welt, wo jeder die Wahrheit selber miterleben muss. Egal von welcher Teil der Welt, ich kaufe mir den Grundstück, die wenigen Bauern, die ihre Grundstück besitzen, wenn ich hier das Markt haben, dass ich 100 Euro von jeder Bauer kaufen kann, dann können diese Bauer ihre Grundstück von der König
noch kaufen, obwohl dieses Grundstück ihr Ahnen gehört, müssen die Frau Bekönig kaufen. Und wenn sie ihr Grundstück besitzen kann, dann arbeite ich mit denen selber dort. Ich arbeite selber mit in der Farm. Und jeder, der die mitmachen will, darf gerne mitkommen. Ghana ist nur 6 Stunden, wie wir mit unserer eigenen natürlichen Dünger arbeiten. Wie der Moringa selber als Dünger und so ist. Und Moringa ist wieder ein Baum, es ist sehr international. Man kann viele andere Getreide und Nahrungsmittel daheim anbauen. So, wenn diese Getreide und so, es ist saisonmäßig. Und wenn das angebaut wird, dann haben die Leute ihre tägliche Brot und wieder mit ein bisschen Verkauf von Moringa können sie ihre Existenz selber behalten. Entwicklungshilfe. Ob das wirklich Hilfe ist. Dörfer in Afrika, die wir früher, man braucht nur Announcer zu machen, sind wir alle dahin gegangen, haben wir Brunnen angebaut, Toiletten angebaut, der Staat sauber gemacht. Heute wartet jeder Politiker, dass irgendwelche Entwicklungsgeld kommen, damit er seine 10% bekommen. Was mir persönlich immer ärgert von der afrikanischen Mentalität. Eigentlich in Afrika brauchen wir gar nicht viel. Überhaupt nicht. Aufgrund Klima einfach. Aber solange diese Gelder von hier hinkommt, wenig davon ist von denen zu viel. Wenn die diese Gelder bekommen, kaufen sie sich Mercedes, die man hier nicht leisten kann, Hammer, die man hier nicht leisten kann. Ist mir alles egal. Was mich nur ärgert, ist, dass die nächste unschuldige Frau wieder neue Babys produziert werden, ohne zu denken, dass solange wir das Grundstück weggegeben haben, diese Kinder keine Zukunft haben. Das ist die Tatsache, dass Afrikas Kinder alle nach Europa kommen werden. Ghanas Könige brauchen Bildung. Ich würde das gerne machen, aber wer bin ich, dass ich mein Dorf so trifft, dass mit denen reden. In den nächsten Minuten bin ich weg. Diese Geschichte ist meine persönliche Politik, die ich mitteile. Das habe ich erzählt und da hat der Peter sich interessiert und hat mir erzählt über diese Veranstaltung hier, heute das mitzuteilen. Diese Bewegung, wenn es keinen Stopp gibt, wenn die Menschen keine Nahrungsmittel haben, nicht mehr ihre Flüsse, nicht mehr ihre Essen, weil ein einziger Dorffluss, wenn Amerika alles ummauert, wo sollen sie dann Wasser, Trinkwasser holen? Und hier steht überall, Wasser ist Leben. Ja, gezwungen Wasser zu kaufen und nicht mal der Ackerboden, dass man Geld haben kann. Und nicht mal eigene Nahrungsmittel. Und wenn irgendwann ich aufhöre, steht alle die Kinder von Afrika vor die Haustür hier. Ich danke Ihnen vielmals fürs Zuhören. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich nochmal die Gelegenheit haben würde, eine globale Welt, wie wir alle zusammenleben sollen. Mein Leben in Deutschland, die andere Kapitel. Wie genau, wie man hier auch lebt. Manchmal frage ich mich nur, gehört uns auch auf dieser Welt? Haben wir einen Teil von? Manchmal alles zusammen zu denken, wird mir besser, einfach lebendig begraben zu werden. Nicht sehen, nicht hören und nicht sagen, weil es tut weh. Es tut so weh.